Ich habe tatsächlich, also wie läuft das Event für dich bisher so? Ganz witzig tatsächlich. Kannst du viel gewinnen? Ja, also es macht mega Spaß. Ich habe sehr, sehr wenig verloren. Einmal wurde ich Turn 1 bisher umgehauen. Und ich starte direkt mit meinem stärksten Deck, was ich persönlich einfach am nicesten finde, das Deck. Und deshalb, das wird lustig und das macht tatsächlich Spaß. Ich muss es leider sagen, Magic Arena macht Spaß, wenn man alle Karten zur Verfügung hat. Surprise. Ja, das stimmt. Das ist ein großer Pluspunkt auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt momentan bisher zwei Decks getestet und bisher immer noch auf den Sack bekommen, weil überraschend viele Leute einfach Agro-Decks spielen. Finde ich aber gut, dass wir hier was Ähnliches spielen. Ich dachte mir so, spielt man mal so ein bisschen was anderes vielleicht, aber natürlich nee, ich habe Agro-Decks tatsächlich sehr wenig gesehen. Ich habe halt dieses monorote First-Turn-Kill-Agro-Drachendeck gesehen. Ja. Was mich halt auch umgenatzt hat. Ja. Ansonsten, nein, tu es nicht, nein. Ich habe den auch schon gespielt, ich weiß, dass er keine gute Zeit bringt. Er war nur so jung. Ja. Ach ja, nee, ja, also, das Deck ist ganz cool, es fehlt halt ein bisschen Mana, habe ich das Gefühl, aber da kann man auch ein bisschen dran rumtweaken. Oh, du spielst dreifarbig. Ja, das ist nämlich auch das erste Deck, was ich getestet habe. Und hier ist schon quasi die, erweiterte Variante. Erweitert im Sinne von, dass es halt, dass ich schon ein bisschen dran rumgedoktert habe, weil die ursprüngliche Variante war viel zu krass in Blau. Was ich einfach nicht so geil fand, aber ein paar Sachen konnte man dann doch ganz gut spielen. Nein. Wie zum Beispiel ihn hier. Ja. Yuan Ti Mellison, der zumindest unblockbar wird, wenn er angreift und dann ventured. Was schon ganz gut ist. So, ja, nehmen wir mal den Typen wieder auf die Hand. Oh, das ist tatsächlich keine schlechte Karte. Machen wir dann mal. Ich bin noch ein bisschen am Herumdoktern, was das Deck angeht. Ich spiele aktuell einfach nur eine schwarz-weiße Version, die wirklich, wirklich Spaß macht und wirklich stark ist. Ja. Deswegen, also das ist eine ganz coole Liste. Aber ich mit Blau habe ich mir auch noch gar nicht überlegt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, weil du halt auch dann Hammer die Karte spielen kannst. Oh ja, die ist bestimmt Hammer. Und dann kriegst du halt dann direkt zwei Trigger. Das ist natürlich die Frage. Ich habe noch nicht den besten Dungeon, glaube ich, gefunden, ehrlich gesagt. Ich glück einfach random auf den Dungeon, tatsächlich. Ich gucke mir random so an, sowas kann ich gerade cool finden. Ja. Autsch. Und dann spielen wir mal das. Ja, aber wie gesagt, ich habe bisher ganz viel Goblins gesehen, ich habe ganz viel White Minis gesehen. Das gar nicht. Boah, aber die ist auch Hammer, die Barrowin. Ich mag den tatsächlich auch. Ich muss aber leider den hier nehmen. Der die Barrowin ist, oder der Barrowin? Egal. Dieser Dwarf Cleric ist so stark, wenn er angreift und wirklich was Feld holt. Du hast so viel Reload-Potenzial. Ich habe gerade eben gegen Ormos gespielt und er hat ein ziemlich nices Deck gespielt mit sehr, sehr, sehr viel Life-Gain. Und ich habe ihn komplett ausgerindet, weil ich einfach so viel Power damit hatte. Okay, each player loses two life. Okay, dann die werfe ich ab. Submit. Und die werfe ich ab. Submit. Okay. Moment, nee. Ba-da-ba-da. Nein. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass es einigermaßen dezent für mich aussieht. Ja, bei mir gerade, mir fehlt Mana. Naja. Mir fehlt zum Beispiel Mana. Azarak ist auch so eine Karte, die war in dem ursprünglichen Bild, den ich übernommen habe, gar nicht drin. Und dementsprechend war das halt so, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Moment. Wenn der stirbt, kann er einen Treasure-Token machen. Ja, oder? Ach komm, eins, den kannst du haben, den Schaden. Ja, Mist. Gut, ich glaube, jetzt habe ich verloren, wenn ich es richtig sehe. Yes. Weil wir jetzt zweimal. Kommt drauf an, was jetzt die Trigger bringen, wo ich jetzt hingehen kann. Ja, kannst nur auf zwei Leben oder Artefakte oder Kreaturen opfern. Ja, gut, ich hab noch eine Chance. So ein bisschen. Ich kann den opfern. Kriege dadurch einen Treasure. Ja, ich dachte, du nimmst mir vielleicht eine Kreatur, aber. Nee. Und ich kann hier noch den Treasure opfern. So, dann kriegst du zwei, vier, Natürlich vier Blöd, dass ich mich hier
Hier ist Legend Ruler. Ja, das ist aber nicht schlecht. Und da kriegst du halt die beiden Typen wieder, die kannst du wieder ausspielen. Das ist schon. Adventure, also Dungeon ist schon strong. Muss ich einfach echt sagen. Und es macht auch Spaß, leider. Echt begeistert. Nein, ich hätte ein Land gebraucht. Ich hab Blatt. Hier. Mir fehlt ein Land. Ätzend. Wen hättest du denn gehabt sonst? Blood and Snow. Zerstör alle Kreaturen. Kreaturen, dann hätte ich den Adventurer noch ins Spielfeld bringen können. Kann ich, glaube ich, nicht mehr viel machen. Ich kann auch hier versuchen, im Dungeon weiterzukommen, um eine Karte zu ziehen, aber die bringt mir nichts. Das ist zumindest ein Crawler, aber dann haust du mich um. Ja, nice. Ich kann noch ein paar Adventure-Trigger hier. Ja, mehr Adventure. Bist du auch komplett überwältigt von diesem Effektfeuerwerk? Ja, absolut. Ich bin ja, wie ich immer so schön sage, immer wieder, ich bin ja eigentlich so der Papiermensch. Toll. Und das hier ist so krass. Das ist so krass. Ja, 1-0. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass, dass das Deck tatsächlich funktioniert, wenn man mal die ganzen, also ich hatte auch, ich glaube, 6 Karten mit Doppelblau in den Mana-Kosten drin, was halt viel zu viel Commitment für Blau war. Es ist auf jeden Fall, muss ich halt wirklich sagen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite, wenn du das Mana halt hast, also ich muss sagen, die Pathways tun viel Gutes. Okay, welches Deck nehme ich denn jetzt? Ah, ich habe Hoffnung. Ja, ich nehm direkt mal den von meinem zweiten, von meinem zweiten Teil quasi. Ja. Das andere Deck, womit ich gegen die Wand gelaufen bin. Ja, solange wir jetzt nicht wieder dasselbe spielen? nee, nicht dasselbe Deck, ist was anderes. Okay. Dasselbe Deck nochmal. Das ist eine seltsame Hand. Ich mach erste Runde den, zweite Runde den. Aber nimmst du jetzt auch gerade auf? Ja, ich nehme schon auf, genau. Ah ja, okay. Das heißt, dann können die Leute tatsächlich bei dir auf den Kanal gehen und die andere Seite mal sehen. Genau, oder halt bei dir auf dem Kanal die andere Seite sehen. Genau. Also wenn ihr da Interesse habt, gegenseitig in die Handkarten zu gucken, schaut auf jeden Fall mal rein. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Einfach um zu sehen, auch was spielt man, was hätte der andere gespielt. Naja. Okay. Knights. Huh? Yes. Guten alten Madu Knights. Ja, das könnte das Problem sein, dieses Decks. Was ich auch schon kommentiert habe. Ja, ist das dieses Five-Color-Dragons-Gedöns, was ich gesehen habe? Ich Five-Color Jeskai. Jeskai-Color tatsächlich. Aber es ist schon sehr, es ist sehr slow leider. Mhm. Es fehlt so ein bisschen die, ja. Explosivität. So ein bisschen die Geschwindigkeit. Das Feuer, sagst du? Ja, quasi. Dich. Was soll der Geiz? Ja, ich muss es halt Schadenreduktion machen. Jetzt kommt wahrscheinlich. Yes. Ja, okay. Vielleicht war es auch dumm von mir. Auf der anderen Seite, ich bin so geprägtes Kind, dass ich von zu viel Value quasi überrannt werde. Du hast jetzt immerhin auf jeden Fall auch die Ausrüstung bekommen vom Drachen, was nice ist. Ja, das stimmt. Also ich finde den Drachen echt cool mit dem Wachsamkeit. Der ist halt ein cooler Midrange-Drache. Ja. Einfach. Und +2/+0 und dass man kann Defender aus dem Weg räumen. Für gratis. Ist nett. Ja. Ja, total. Und tatsächlich den Orb of Dragonkin, ich habe den erst gar nicht gelesen als auch eine Ramp-Karte für Drachen. Was schon mal ziemlich nice ist. Moment, du kommst auf für 6, dann gehe ich auf 10. Dann sollte ich behalte den mal. Ach, okay. Get the Cleave. Klassiker. Surprise, you are dead. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Und das Problem ist, mit dem Terror kannst du dich halt gut wieder hocharbeiten. Ja, das stimmt. Jetzt halt nur die Frage, was man hier macht. Nichts. Eigentlich muss ich den, glaube ich, spielen. Sehr, sehr cool. Und dann. Okay. Warte ich den weg. Das ist natürlich die Frage, wobei du hast nur 5, du bräuchtest 6 für eine weitere Ember Cleave. Ich kann einfach auf 3 Mana erklären, oder? Ja, das stimmt. Das heißt, du willst dann für 8, ja. Also ich glaube, angreifen wäre jetzt zu gierig. Ich muss das noch weiter stabilisieren. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch einfach instant tot sein. Also. Ich bin mir überlegen, wenn ich für 3 Mana jetzt ausrüste und dann einfach den hier spiele. Das ist schon gut.
Und dann musst du halt mit beidem blocken. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist schon... Das nimmt den Drachen auf jeden Fall viel raus. Ja, es ist ohnehin... Eldraine ist halt noch wirklich so strong. Das merkt man auch richtig, finde ich, dass Eldraine auch immer noch da ist. Ich finde das ganz gut. Irgendwo habe ich ein Gentleman's Agreement gelesen, dass man keinen Innkeeper spielt, nur den neuen. Weil halt niemand einfach gegen Ruck Adventure spielen möchte. Naja. Im Endeffekt ist es jetzt auch egal, was ich mache. Weiß ich nicht. Dementsprechend, go for it. Okay. Aber jetzt kann ich noch equippen. Nice. Drache mit einem Drachenschwert. Ja, dann Talia-Effekt. Ja, tatsächlich. Also, Paladin Class, ist das was für Death in Texas? Nein. Okay. Aber die andere Karte ist, die will ich noch testen, die was für Death in Texas ist. Da bin ich mal gespannt. Sind die nicht im Mado Knights? Nein, tatsächlich nicht, weil es nicht flickert, sondern halt nur Ding. Deswegen mal gucken. Ah, okay. 1-1. Drittes Deck. Hast du ein drittes Deck? Ja, ich habe ein drittes Deck. Nice, dann... Also mein Plan ist tatsächlich für diese Session 3 Standard-Decks, 3 Historic-Decks. Wobei ich gar nicht weiß, wie viel Historic gerade gespielt wird. Ich hoffe, es wird ein bisschen gespielt. Ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe jetzt bisher noch keine Historic-Decks gemacht. Wie stark ist dein Deck? Ich habe es halt noch nicht gespielt. Das war gerade... Also ich hätte jetzt gerade angefangen, das dritte Deck zu spielen. Dementsprechend kann ich es gar nicht so richtig einschätzen. Dann sag mal 1, 2 oder 3. Sagen wir mal 2. Okay, dann kriegst du dieses Deck. Damit hast du Drachen-Agro-Kombo gedodged. Okay. Und ich habe versucht, ein ausrüstungs-rot-weißes Fighter-Deck zu bauen, was auch gar nicht mal so daneben ist, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich ein cooler Archetyp, wo ich auch überlegt habe, ob ich da dran gehe. Auf der anderen Seite wollte ich auch einfach, ich hatte mich jetzt auch ein bisschen faul auf andere Listen gestürzt, mehr oder weniger. Und dementsprechend gucken wir mal. Und jetzt siehst du eigentlich auch schon, was ich spiele. Ja, das stimmt. Ich will das nicht tauschen. Dann nehme ich Mono Blue. Hier. Ach, okay. Interessant. Den will ich nicht tauschen. Warum muss der 2-1 sein für ein Mana? Kann er nicht 1-2 sein? Ja, das wäre Hammer. Also ist der schon ziemlich gut. Ja, komm. Oh. Kein Geiz. Kein Geiz. Ja, ist okay. Das ist okay. Nächste Runde wäre das nicht mehr okay. Spielst du in deinem Knights Deck den Forsworn Paladin aus dem neuen Set? Welcher ist das? Das ist der mit Treasure, der quasi, ich glaube, den spiele ich. Den spiele ich und ich habe so ein bisschen Adventure halt reingenommen mit dem Drachen-Knight zweimal und diesem Schwarz-Weißen halt zweimal, was echt eine nice Kombination ist. Ja, total. Also. Das Ding ist halt natürlich, wir leben natürlich jetzt in dem Event so ein bisschen in der Bubble, wo alle so ein bisschen was Lustiges ausprobieren. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, wie das halt wird, wenn das Ganze live geht, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Sehr. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ich bin auch gespannt, was passiert, wenn endlich eine Rotation stattfindet. Aber das ist was anderes. Oh ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe mehr Bock auf die Rotation tatsächlich als auf das Set jetzt aktuell. Das kann ich verstehen. Lifelink Death Touch. Das ist okay, den Trade kann ich nicht nehmen. Das ist doof. Erstschlag Lifelink Death Touch. Du spielst so Throne of Eldraine Tribal, richtig? Wirklich. Ich habe auch eben noch das Deck-Tag quasi zu dem Deck noch angefangen und danach haben wir gesagt, okay, wir machen hier unsere Runde. Und da habe ich schon gedacht, okay, es sind eigentlich wirklich nur in Details Veränderungen spürbar. Ja. Aber die Details können auf jeden Fall relevant sein. Ja, klar. Oh, nice. Widerscher Oktopus. Auch eine Karte, die viel zu wenig gespielt wurde, meiner Meinung nach. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich spiele tatsächlich so ein Monoblue-Tempo-Style-Deck tatsächlich. Ist ganz witzig. Aber bin mir auch nicht sicher. Der ist ein Problem. Der ist auch ein Problem. Bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich mit solchen Decks halt auch einfach gegen Agro-Decks damit klarkommen soll.
Ja, aber das ist halt dann auch, ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt tatsächlich Standard mal wieder ein bisschen was mehr bringt. Ja, aktuell glaube ich es tatsächlich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach das Gefühl, dafür macht das einfach noch zu wenig. Mhm. Oh, ich hätte einfach angreifen können, hätte die ich bin auch doof. Ich hätte die lange auf 3-3 hochpushen können. Ich hätte lange angreifen können. Mhm. Doof. Ja, dafür habe ich übersehen, dass er Trampel hat. Ja, das ist okay. Wir sind beide halt die Standardleute. Wir wissen sowas. Ja. Spiele ich den noch? Nee, mach du mal. Mach du mal. Ja, hier natürlich jetzt mit dem Adventure. Das ist schon, genau, sowas ist schon stark. Noch ein Favorite, Alter. Ja, das sieht nicht gut aus für mich. Ja, aber da hätte ich tatsächlich einfach mit der Schlange schon angreifen können. Du hättest mit dem 2-1er geblockt und dann hätte ich auf Dash auf 3-3 machen. Ja, das wäre besser gewesen. Das wäre der Play gewesen, den ich hätte machen müssen. Aber auf jeden Fall ein interessantes Deck, das muss man auch mal sagen. Also, so, also jetzt mit den Decks, die ich bisher gesehen habe, ist das schon wenigstens eine kreative Variante. Ja, ich habe halt versucht, ich mochte halt damals dieses Monoblue-Tempo tatsächlich sehr, was damals mal Standard mal ein Ding war. Und dementsprechend habe ich mir halt gedacht, so okay, dann bau das mal jetzt im Standard nach. Und das funktioniert auch, der mit dieser Kristallkopf, den du so gut fandest. Der ist auch mit drin tatsächlich. Und ich spiele relativ viel mit Countern und Zaubers und sowas. Das ist schon nice. Aber gut, gegen so geballte Agro-Power, keine Chance. Ja, das ist halt. Aber das ist halt auch das Fluch und Segen des Decks, weil ne, ein Sweeper und das Deck macht halt ganz schnell einfach gar nichts mehr. Deswegen. Ja, genau. Aber du willst dann ja halt auch genau solche Decks treffen, wie ich das gerade zum Beispiel spiele. Und dementsprechend ist es auch voll okay. Ja. Let me draw a card. Aber hast du schon Limited gespielt? Hast du schon gedraftet? Nee, absolut nicht. Ist auch irgendwie echt nicht so das, was ich sage, so, oh geil, habe ich jetzt Bock drauf, mache ich jetzt. Das wird wahrscheinlich eines der letzten Dinge sein, die ich heute tue. Ja, ich habe das auch auf quasi nach hinten verschoben, weil das sehr lange dauert, wieder der ganze Draft-Kram. Deswegen. Ah, okay. Tap Target Creature. Oder Target Creature in Hexproof. Das ist halt noch aus diesem Monoblue-Tempo mit dem Hexproof zum Verteidigen und so ein bisschen. Und ja. Aber nice. Das tut weh. Das tut jetzt richtig weh. Ja. Aber ich habe auch immer noch ein bisschen Respekt davor, dass jetzt vielleicht noch irgendwas kommt. Ah, okay. Nee, absolut nicht. Ich kann nichts. Ich hab vielleicht gedacht, es kommt noch was. Ja, 2-1 für dich. Nice. Yay! Und damit meine ersten 2 Wins aus fast über 10 Matches. Uff, okay. Ja, kommt noch. Auf jeden Fall. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich wünsche dir auch noch weiterhin Spaß bei dem Event. Und wir sehen uns ja sowieso wieder in der nächsten Woche Radio Ravnica. Genau. Dann gucken wir da nochmal und reden wahrscheinlich auch darüber, wie das Event so für uns war und so weiter. Auf jeden Fall. Dementsprechend, ciao, ciao. Hau rein, ciao. Und für euch, wie gesagt, da oben steht Radio Ravnica Werbung. Und für euch, da oben steht Werbung Magic the Gathering. Wizards of the Coast hat uns eingeladen, sowohl Robin als auch mich, für dieses Event. Und wir haben halt da so ein bisschen Sachen bekommen, so Punkte bekommen, Geld bekommen. Und deswegen haben wir da ein bisschen Spaß mit. Und das ist alles gesponsert und alles frei für uns. Und ja, guckt beim lieben Robin vorbei. Ansonsten kommen die Tage wahrscheinlich noch ein paar Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.